Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, heute am Tag der Heiligen, am Tag der von Gott Geheiligten, am Tag, der die von Gott heile gemacht wurden, gesund gemacht wurden, freuen wir uns besonders, dass heute unsere neue Gemeindeassistentin Leonie Gosselke das erste Mal hier in St. Urban mit uns Eucharistie feiert. Sie ist jetzt hier und sie möchte sich Ihnen vorstellen und wir heißen Sie ganz besonders in unserem Kreis, darf ich mal sagen, im Kreis der Heiligen, wie Paulus sagen würde, willkommen. Ja, vielen Dank, direkt als Heilig hier gesprochen zu werden. Ja. Welch eine Ehre. Ja, Sie haben es vielleicht gerade schon auf den Fahnenachrichten gesehen, auf dem kleinen Beiblatt. Dort ist mein Foto abgedruckt und schon ein kleiner Vorstellungstext. Aber ich möchte heute Morgen sehr gerne die Möglichkeit nutzen, mich eben auch persönlich hier vorzustellen, ganz real. Und ja, mein Name hat Pastor Drücke schon gesagt, ich bin Leonie Gosselke, ich bin 24 Jahre alt und ich bin Gemeindeassistentin. Gemeindeassistentin heißt, ich bin auf dem besten Wege dahin, Gemeindereferentin zu werden. Dazu habe ich 3 Jahre in Paderborn Religionspädagogik studiert, war die letzten 2 Jahre im pastoralen Raum Warstein tätig und werde jetzt hier im letzten Ausbildungsjahr hier im Pastoralverbund an den Gurseen die Ausbildung beenden, aber dann auch darüber hinaus hier als Gemeindereferentin tätig sein. Ja, ich freue mich sehr auf die Zeit. Ich stehe hier, weil der Glaube an Gott, Jesus in meinem Leben, betrachte ich als großes Geschenk, es ist eine große Bereicherung. Und diese Bereicherung, die möchte ich eben teilen, in Gesprächen, in Begegnungen und in allen Altersgruppen, auch mit Kindern oder eben Erwachsenen, hier im Gottesdienst oder in jeglichen Bezügen, die die Gemeinde eben kennt. Und darauf freue ich mich sehr, freue mich hier so herzlich willkommen zu sein und ja, bin ganz gespannt, was die Zeit so bringt. Es ist sicherlich eine Zeit, die jetzt nicht die ganz einfachste ist, um hier anzukommen, um Sie vor allem als Gemeinde kennenzulernen. Aber wir schauen, was Corona bereithält, bei Rücksicht auf die Gesundheit. Und ich hoffe trotzdem, Sie alle nochmal begegnen zu dürfen und dann, dass ich hier eben eine gute Zeit habe und ich freue mich sehr darauf. Und gütige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Amen.
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du schenkst uns die Freude, am heutigen Fest die Verdienste aller deiner Heiligen zu feiern. Erfülle auf die Bitten so vieler Fürsprecher unsere Hoffnung und schenke uns dein Erbarmen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Wir hören eine Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Ich, Johannes, sah vom Aufgang der Sonne her einen anderen Engel emporsteigen. Er hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief den vier Engeln, denen die Macht gegeben war, dem Land und dem Meer Schaden zuzufügen, mit lauter Stimme zu und sprach: Fügt dem Land, dem Meer und den Bäumen keinen Schaden zu, bis wir den Knechten unseres Gottes das Siegel auf die Stirn gedrückt haben. Und ich erfuhr die Zahl derer, die mit dem Siegel gekennzeichnet waren. Es waren 144.000 aus allen Stämmen der Söhne Israels, die das Siegel trugen. Danach sah ich und siehe eine große Schar aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen. Niemand konnte sie zählen. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, gekleidet in weiße Gewänder und trugen Palmzweige in den Händen. Sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron, und die Ältesten und die vier Lebewesen, sie warfen sich vor dem Thron auf ihr Angesicht nieder, beteten Gott an und sprachen: Amen, Lob und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Stärke, unserem Gott in alle Ewigkeit. Amen. Da nahm einer der Ältesten das Wort, sagte zu ihm: Wer sind diese, die weiße Gewänder tragen, und woher sind sie gekommen? Ich erwiderte ihm: Mein Herr, das weißt du. Und er sagte zu mir: Das sind jene, die aus der großen Bedrängnis kommen. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
sie und sprach: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die rein sind im Herzen, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch redet um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel wird groß sein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei. Einen Moment Platz. Liebe Schwestern und Brüder, der große italienische Künstler Leonardo da Vinci wurde gefragt, anlässlich eines Besuches in seinem Atelier, als die Besucher einen Marmorblock vor ihm stehen sahen, wie er aus diesem Block ein solches Kunstwerk erschaffen kann, wie das geht. Und darauf antwortete er: Die Idee, das Bild von dem Kunstwerk ist in dem Block drin, es ist alles drin enthalten. Ich entferne aber das, was stört, das, was überflüssig ist, um das Kunstwerk zu kreieren und zur vollen Entfaltung zu bringen. Aber es ist alles im Block schon drin. Und liebe Schwestern und Brüder, wenn wir auf uns schauen, auf den Menschen schauen, so ist uns von Gott alles mitgegeben, damit wir zur vollen Entfaltung kommen. Damit wir wie ein Kunstwerk in der Hand des Künstlers, in der Hand des Schöpfers etwas ausstrahlen können, was den Menschen etwas mitgibt und sagt. Es ist in uns enthalten. Und im Bereich des Marmorblockes trennt der Künstler das, was noch überflüssig ist, heraus und dann wird es im Block deutlich, was er schaffen will. Und liebe Schwestern und Brüder, Jesus Christus, unser Schöpfer, möchte an uns das, was stört, das, was uns noch hindert, zur vollen Entfaltung zu kommen, er möchte es entfernen, er möchte es trennen von uns. Und jetzt wähle ich ein Bild. Der Künstler, der den Marmorblock bearbeitet, er entfernt, gewisserweise mit Meißel und Hammer, aber sehr kunstvoll und genau ansetzend, die überflüssigen Teile. Und diese Worte des Evangeliums, die wir heute hören, sind so etwas im übertragenen Sinne wie die Meißelschläge, obwohl es keine Schläge sind, hier endet das Bild. Ich gebe zu, hier wird es etwas schief, um vom Menschen das Störende wegzunehmen. Und wenn er ansetzt: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ja, da wird etwas, da wird die Seligkeit in
in dem freigelegt. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Hier wird die Sanftmütigkeit, die schlummert im Menschsein, offengelegt. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Hier kommt die Barmherzigkeit in die Form, kommt zur vollen Entfaltung. Selig die rein sind im Herzen, denn sie werden Gott schauen. Diese Reinheit des Herzens, die schlummert im Menschen wie die Skulptur im Block, sie soll sichtbar werden für den, der uns begegnet. Und dann dieser schöne Satz, selig die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Sehr kunstvoll. Wenn man die Seligpreisung im Ablauf anschaut, wird es vom Äußeren immer mehr ins Innere getrieben, wird immer spezifischer. So wie der Bildhauer erst die groben Sachen wegtut, um dann, um zum Inneren zu kommen, immer differenzierter, aber graziler die Merkmale offenlegt, so tut das auch Jesus hier in dieser Seligpreisung. Erst werden die groben Dinge entfernt und dann wird es immer tiefer und immer differenzierter und immer schöner. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Es ist quasi der Zielpunkt dessen, was er erschaffen will. Kinder Gottes möchte er erschaffen. Wir sollen Kinder Gottes werden. Aber dieser Vorgang der Kreation, dieser Vorgang des Offenlegens, dieser Vorgang des Offenbarwerdens, dessen, wozu wir berufen sind, er ist auch mit Schwierigkeiten und Widerständen behaftet. Ja. Davon künden die Sätze, selig die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig sind, die man schmäht und verfolgt. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir heute hier sind und wir haben äußere Widrigkeiten, ja, wir haben das eben gemerkt, wir dürfen nicht singen, das ist, obwohl es natürlich in uns drin ist, welche Widrigkeit ist das? Wir müssen Abstand halten, wo doch Glaube Begegnung ist, welche Widrigkeit ist das? Wir müssen die Sitzplatzzahl über Weihnachten begrenzen, obwohl wir doch alle einladen möchten, welche Widrigkeit ist das? Wir leben auch in einer Zeit der Widrigkeiten. Und liebe Schwestern und Brüder, ich darf Ihnen sagen, dass Sie heute hier sind, trotz dieser Umstände, ist ein großes Zeugnis des Glaubens. Und das wird ausstrahlen, dafür danke ich Ihnen. Es ist ein großes Zeugnis des Glaubens. Ich darf das auch mal hier an dieser Stelle sagen, wo es immer gefährlich ist, Personen herauszugreifen. Aber zum Beispiel, dass wir hier einen Ordnungsdienst haben seit Anfang Mai, ja, ist ein großes Glaubenszeugnis. Ganz großes Glaubenszeugnis. Am Ende heißt es heute im Evangelium, freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. Es lenkt den Blick auf den Kern des Festes, das wir heute feiern, Allerheiligen. Dazu sind wir berufen. Das ist das, was Gott schaffen will. Und das ist das, was überdauert. Amen. Wir beten das apostolische Glaubensbekenntnis.
glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasst uns schön da. Ja, bravo. Lasst uns beten. Wir bitten dich, erhöre uns. Selig die Trauernden. Wir beten für alle, die in diesen Tagen ihrer lieben Verstorbenen besonders gedenken, um wirklichen Trost und um Hoffnung auf ewiges Leben. Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Selig die Sanftmütigen. Wir beten für alle Opfer von Gewalt in Kriegen und Bürgerkriegen. Für die Opfer von Gewalt, von Terror oder anderen kriminellen Taten, um neue Lebensmöglichkeiten und um Auswege aus Rache und Verzweiflung. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Selig die Barmherzigen. Wir beten für alle, die sich für Kranke und Sterbende einsetzen und für die vielen Menschen, die in der Corona-Pandemie alleingelassen wurden und werden. Gott, unser Vater, wir bitten dich, Selig die Friedenstiften. Wir beten für die Völker im Nahen und Mittleren Osten, die dringend auf Frieden warten, und für alle, die Frieden stiften zwischen zerstrittenen Menschen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, Euer Lohn im Himmel wird groß sein. Wir beten für unsere Verstorbenen, insbesondere jene der vergangenen Monate, um die Fülle des Lebens in der Gemeinschaft der Heiligen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, Herr. Zusammen mit allen Heiligen bekennen wir, die Rettung kommt von dir, unserem Gott, und von Jesus Christus, unserem Herrn, deinem Sohn. Dir, dem dreifaltigen Gott, sei Ehre, Lobpreis und Anbetung, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Keine weitere Schale ist noch. Thank you.
Sanctus 198. 198 Stimmen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, nimm die Gaben entgegen, die wir am heutigen Fest darbringen. Wir glauben, dass deine Heiligen bei dir leben und dass Leid und Tod sie nicht mehr berühren. Erhöre ihr Gebet und lass uns erfahren, dass sie uns nahe bleiben und für uns eintreten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken den Herrn, unser Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu rühmen. Denn heute schauen wir deine Herr, deine heilige Stadt, unsere Heimat, das himmlische Jerusalem. Dort loben dich auf ewig die verherrlichten Glieder der Kirche, unsere Brüder und Schwestern, die schon zur Vollendung gelangt sind. Dorthin pilgern auch wir im Glauben, ermutigt durch ihre Fürsprache und ihr Beispiel, und gehen freudig dem Ziel der Verheißung entgegen. Darum preisen wir dich in der Gemeinschaft deiner Heiligen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir
Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Urban, der heiligen Elisabeth, dem heiligen Petrus und Paulus, dem heiligen Philippus und Jakobus und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind.
Lasset uns beten. Gott, du allein bist heilig. Dich ehren wir, wenn wir der Heiligen gedenken. Stärke durch dein Sakrament in uns das Leben der Gnade und führe uns auf dem Weg der Pilgerschaft zum ewigen Gastmahl, wo du selbst die Vollendung der Heiligen bist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, heute am Allerheiligentag ist um 15 Uhr hier eine Andacht für die Verstorbenen. Das ist hier und nicht auf dem Friedhof, in der Kapelle aus hygienetechnischen Gründen. Anschließend werden die Gräber gesegnet, hier in Ende, wie auch auf allen Friedhöfen im Pastoralverbund. Morgen um 9 Uhr am Allerseelentag findet in Philippus und Jakobus eine Messe statt, gewöhnlich 9 Uhr wie immer am Montagmorgen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feiertag und eine gute kommende Woche. Der Herr sei mit euch. Segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Halleluja. Amen.